Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Und sollte vielleicht gerade zufällig jemand eingeschaltet haben, der diese Sendung noch niemals gesehen hat. Das ist hier eine Telefon-Talkshow, eine Live-Telefon-Talkshow vom WDR Fernsehen und 1 Live Radio. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, plaudern wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, egal über was, dann ruft ganz einfach an und wir machen das. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Jedes Thema ist möglich, jedes Thema, das euch auf den Nägeln brennt. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und der erste, der heute bei mir in der Leitung ist, heißt Marco. Marco ist 20 Jahre alt. Hallo Marco. Ja, hallo Jörg. Ja, hallo. Deswegen rufst du an? Ja, es geht darum, ich habe die letzten 2 Jahre als Bestatter gearbeitet. Mhm. Und ich habe in der Zeit wirklich viel gesehen, was jetzt die verschiedenen Arten des Sterbens angeht. Sei es jetzt, ob sich jemand vor einen Zug geworfen hat oder umgebracht hat. Oder halt auch die ganz normalen Sachen, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt. Und was mir jetzt eigentlich so den Schlag versetzt hat, ist, dass ich vor 4 Monaten, sage ich mal, meine erste Kinderleiche gehabt habe. Es ist ein totes Baby gewesen. Es ist 7 Tage alt geworden. Das habe ich halt im Krankenhaus abgeholt, alleine abgeholt. Aber alleine. Da war es in einem Behältnis, in einem kleinen Sarg, oder? Ja, im Krankenhaus, im Leichenkeller, sage ich mal, da lag es halt in einem kleinen blauen Sarg drin. Und wo die Schwester es mir übergeben hat, war es noch eingepackt gewesen, in Decken. Und bei uns im Institut habe ich es dann halt erst gesehen, habe es angekleidet, für die Eltern fotografiert und... Warst du währenddessen ganz alleine mit dem toten Kind? Bin ich alleine gewesen, ja. Das sind halt Arbeiten, die können von einer Person erledigt werden, halt dadurch, dass es halt nur ein kleines Kind gewesen ist. Und ich komme da halt nicht mit klar. Jetzt lass mich doch bitte mal unterbrechen, Marco, und dich erstmal fragen, du bist ja sehr jung noch, du bist 20 Jahre und arbeitest schon 2 Jahre als Bestatter. Soweit ich weiß, ist Bestatter ein Ausbildungsberuf, ne? Genau, das war auch im Rahmen der Ausbildung. Das heißt, du bist abgeschlossener Bestatter, wie nennt man das? Nee, also ich... Oder bist du jetzt noch immer in der Ausbildung im Moment? Ich bin jetzt nicht mehr in der Ausbildung, die habe ich jetzt halt aufgrund auch dieses Vorfalls abgebrochen. Ach so. Und das heißt, im Moment, gerade aktuell, heute und die letzten Tage, hast du gar nicht mehr gearbeitet als Bestatter? Ja, seit 4 Monaten schon nicht mehr, halt nach diesem Vorfall. Nach dem Vorfall. Achso, das heißt, du hast die Lehre abgebrochen, weil du es nicht ertragen konntest? Wegen dem Kind. Wegen des Kindes, ja. Ich habe zwar in den letzten Wochen aushilfsweise bei einem Bestatter bei uns im Ort gearbeitet, aber das ist bei uns hier auf dem Land und ich habe ihm auch gesagt, er soll mich halt nur anrufen, wenn jetzt jemand zu Hause verstorben ist oder im Krankenhaus. Halt diese, ich sag mal, für den Bestatter die normalen. Immerhin, dass du das dann noch auch noch machst, wenn du schon deine Lehre abgebrochen hast und sich da so viel Gefühle entwickelt haben. Ja. Warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, Bestatter werden zu wollen? Ja, es ist so, vor 6 Jahren ist mein Vater verstorben an Krebs. Und da habe ich halt das erste Mal bewusst mitgekriegt, um was sich ein Bestatter alles kümmern muss. Ich habe zwar vorher schon immer darüber nachgedacht, es hat mich halt immer interessiert. Und da habe ich halt bewusst miterlebt, wie der sich um die Menschen kümmert, was halt seine Aufgaben sind. Und das ist halt sehr vielseitig. Das hat mich dann gereizt und ich habe ein Praktikum gemacht. Was? Sag das mal genauer. Was dich da gereizt hat? An welche Dinge, um die er sich kümmern muss? Was fandest du da besonders reizvoll? Ja, das sind halt die Sachen, der muss halt, auf der einen Seite muss er einfühlsam sein, dem Angehörigen gegenüber und ist halt auch eine beratende Funktion und auf der anderen Seite muss es halt so sein, dass diese Sachen an ihm vorbeigehen, ohne dass er sich da verrückt macht, weil sonst kann er den Beruf nicht ausüben. Und das sind halt auch Sachen, das konnte ich halt sehr gut, weil mir hat das alles nichts ausgemacht. Aber es war dir damals ja auch schon klar, dass du auch mit schwerwiegenden Dingen konfrontiert wirst. Ja, das ist richtig. Wie hat denn damals dein Umfeld, deine Freunde reagiert, wenn so ein junger Kerl sagt, ich will Bestatter werden?
Also ich hab's anfangs habe ich mich nicht getraut, das zu sagen, aber nachher dann schon. Und die sind halt erstaunlich gut damit klargekommen, außer meine Nachbarschaft halt. Die haben dann, wenn ich Bereitschaftsdienst hatte, hatte ich halt den Bestattungswagen, den Leichenwagen mit. Ja. Übers Wochenende, der stand dann bei uns auf dem Grundstück. Und die Nachbarn haben dann immer ganz doof geguckt und da waren auch zwei, drei dabei, die haben mich vom Balkon aus mit Müll beworfen und haben gesagt, ja, du lebst vom Tod anderer Leute und das ist... Was für ein Quatsch. Irgendwann werden die auch mal einen Bestatter in Anspruch nehmen müssen, wie so gut wie jeder Mensch. Ja, genau. Ja. Deine Eltern haben auch da locker reagiert drauf? Ja, meine Mutter dann halt, also sie hat da überhaupt kein Problem mit gehabt, die hat gesagt, das ist halt... sag ich mal, das, was viele sagen, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist halt ein todsicherer Job, ist krisensicher, ne? Und der hat es auch dann ganz gut gefallen, halt, dass ich das mache. Hast du während dieser Zeit eine Freundin gehabt? Ja. Ja? Und dir war das auch nicht gruselig oder unangenehm? Ja gut, einer schon. Die hat dann gesagt, ja, es ist mir unangenehm, wenn du mich mit den Händen anfasst, wo du noch vor einer Stunde einen Toten mit angefasst hast. Was auch Quatsch war. Erstens habe ich bei der Arbeit Handschuhe getragen und zweitens, es ist Quatsch. Ne? Hast du denn in dieser Zeit, als du das gemacht hast, hast du dich da eigentlich, also bis zu dem Erlebnis mit dem Kind, hast du dich da gut gefühlt? Sehr gut, ja. Ist das denn eine Arbeit, wo man sich auch freut, wo man sagt, okay, jetzt... Ja. Geht's wieder los? Doch, schon. Ja. Das ist halt so, weswegen mich viele Menschen komisch angucken, wenn ich sage, dass das wirklich mein Traumberuf ist. Aber es ist halt so, es macht mir Spaß und es hat mir Spaß gemacht, mit den Leuten umzugehen, denen zu helfen. Ich frage trotzdem nochmal, Marco, gut, den Leuten zu helfen, den Angehörigen. Dennoch bist du natürlich massiv konfrontiert mit Tod und mit toten Menschen. Ist da nicht so eine Angst auch vor dem Tod oder ist da sogar eine Faszination vor dem Tod? Ist mit dem Beruf weniger geworden. Mhm. Also ich habe mir da vorher natürlich, jeder macht sich Gedanken über den Tod mal und bei mir ist es halt, ich habe halt immer mehr die Angst davor verloren. Wenn ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich selber mal so da liege und dass sich dann auch halt ein Mensch so um mich kümmert. Ne? Ja. So, jetzt war dieses schlimme Erlebnis mit dem Baby, vor 4 Monaten, sagst du, dass du dieses Kind aus dem Krankenhaus geholt hast und das zurechtgemacht hast. Ja. Was ging, während du dieses kleine Kind zurechtgemacht hast, in dir vor? Ja, also ich habe gezittert während der ganzen Zeit, weil ich habe auch die dollsten Vorstellungen gehabt, und wegen das Kind schläft nur und es wacht jeden Moment auf und fängt an zu schreien wieder und... Es war halt wie eine Puppe und dann dieses Kalte, was mir bei den anderen Verstorbenen überhaupt nichts ausgemacht hat, war da ganz furchtbar, weil mein Bruder, der hat einen kleinen Sohn und wenn ich den auf dem Arm gehabt habe, dann war das die Zeit danach ganz furchtbar, weil ich habe mir gedacht, oh, ich weiß, wie ein Kind tot sich anfühlt und es halt, naja, ich denke immer drüber nach. Diese Überlegung... Du sagst, das Kind hätte währenddessen wieder aufwachen können, die Angst. Das hast du bei Erwachsenen nicht gehabt. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich habe auch Leute gehabt in meinem Alter, die verstorben sind. Und da habe ich mir gedacht, das könnte ich auch sein, aber das ist auch an mir vorbeigegangen. Das waren nur Nummern und wenn ich abends nach Hause gekommen bin, zack, habe ich abgeschaltet. Also bei dem Kind war es wirklich die Bestürzung darüber, dass der Tod eben auch bei so sehr jungen Menschen zuschlägt. Ja, genau. Und eventuell jemand aus deinem Umfeld auch da betroffen sein könnte. Ja, richtig. Ich habe halt auch mit den Eltern das Trauergespräch geführt. Und die haben mir halt wirklich erzählt, das Kind war 7 Tage lang kerngesund und die waren so glücklich, dass es endlich geklappt hat, dass sie schwanger geworden ist damals. Und an was war das Kind verstorben? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das sind halt Sachen, die ich nicht erfahre. Haben die Eltern dir auch nicht erzählt? Nee. Es sollte obduziert werden oder es wurde angeboten, dass es gemacht wird. Die Eltern haben das abgelehnt, weil da war ja kein Verbrechen im Spiel, dann ist es ja keine Pflicht. Und ich bin auch, glaube ich, froh, dass ich nichts weiß. Aber ich mache mir trotzdem Gedanken drüber. So, jetzt sind 4 Monate vergangen. Du bist aus dem Job mehr oder weniger raus. Soll das jetzt so bleiben? Oder überlegst du vielleicht doch wieder zurückzugehen? Also ich mache es ja, wie gesagt, nebenbei. Das genau. ist dann vielleicht ein-, zweimal die Woche, dass ich abends rausgerufen werde. Ich wollte aber die Richtung wechseln. Wohin?
Also ich bin Organist, ja. Ich spiele Orgel und ich wollte halt in den Orgelbau rein. In den Orgelbau oder vielleicht sogar auch zum als Organist, dass du in vielleicht in der Kirche spielst oder auch? Ja, das mache ich sowieso auch. Das machst du sowieso schon. Das ist halt mein Hobby mehr oder weniger. Wie ordnest du das für dich jetzt ein, dass du eben bei der Anblick eines toten Kleinkindes so erschüttert bist? Wie ordnest du das für dich selbst ein? Ja, wie ordne ich das ein? Gute Frage. Ich weiß ja selber nicht, warum das so ist, dass ich gerade durch diese Geschichte so. Aber ich meine, es ist dann ja auch ein Zeichen, ne, für dich, dass. Also ich habe. Nun könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht musst du da durch und anderen Kollegen wird das vielleicht schon auch ähnlich ergangen sein. Ja, klar. Ich habe ja auch versucht, mit meinen Arbeitskollegen darüber zu reden, aber die haben da so abgeblockt und haben gesagt: Ach, Jung, da machst du dir ja mal jetzt nicht so große Gedanken drüber. Das haben wir auch schon 100 Mal gehabt. Wir machen das über 20 Jahre schon. Und wenn du so anfängst, dann suchst du dir mal einen anderen Beruf. Ja, aber dann ist es vielleicht auch wirklich gut so. Das sollte man natürlich auf keinen Fall irgendwie erzwingen, diesen Beruf, wenn man innerlich irgendeinen Widerstand hat. Und der Widerstand ist ja nun sehr groß bei dir, wenn du sogar deine Lehre abgebrochen hast, obwohl du eigentlich in diesem Beruf dich wohlgefühlt hast. Ja, ja. Ne? Das ist ja schon eine große Aussage. Dann finde ich das auch einen richtigen Weg, wenn du sagst, das ist ja ein toller Beruf, Orgelbauer und Organist, ein wunderschöner Beruf. Dann mach das, dann geh in die Richtung. Finde ich eine ganz klare Entscheidung. Meinst du denn, ich sollte das trotzdem noch nebenbei machen, aushilfsweise? Entscheide es doch ganz nach deinem Gefühl. Wenn du das gut wegsteckst, dann mach es. Aber wenn du in irgendeiner Weise ein etwas spürst, das auch vielleicht nach wie vor irgendwie eine Irritation da ist oder du Angst hast, da könnte jetzt wieder ein Kind kommen oder irgend so etwas, dann lass es ganz sein. Dann bist du eben nicht geschaffen dafür. Aber du hast es ausprobiert und das ist ja dann auch ein guter Weg. Und du hast gesehen, das ist nicht dein Weg. Ja gut, durch diese eine Sache. Halt. Ja, aber gut, die ist ja schon sehr schwerwiegend und die hat ja nun eine große Nachwirkung gehabt für dich. Ich würde mich sowieso hauptsächlich dann erstmal auf das Neue konzentrieren, auf die Orgelbauerei und das Organistendasein. Ja? Ja. Lieber Marco, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. An dieser Stelle schon mal der Hinweis für morgen. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema der Sendung Eiskalt geplant. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr eine Sache, ein Verbrechen, eine Racheaktion, was auch immer, ganz knallhart, eiskalt überlegt habt, geplant habt und vielleicht durchgezogen habt oder ihr gerade im Moment am Planen seid und die Durchführung noch bevorsteht. Oder wenn ihr Opfer eines eiskalten Plans geworden seid. Ihr könnt auch da schon mailen und euch anmelden für morgen unter domian@wdr.de oder morgen halt dann anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Anna ist hier. Anna ist 24. Hallo Anna. Hallo. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Ja, geht so, ne? Aber naja. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass mein Freund mich schlägt. Was ist denn hinten für ein Geräusch im Hintergrund? Ich weiß es nicht, vielleicht Störung vom Handy, ich weiß es nicht. Dein Freund schlägt dich? Ja, so zwischendurch mal. Ja, wie lange bist du mit ihm zusammen? 2 Jahre. Und was sind das für Situationen, in denen er dich schlägt? Meistens, wenn er was getrunken hat und eifersüchtig ist oder wir um irgendeine Kleinigkeit Streit haben. Wohnt ihr zusammen? Ja. Ja. Wie reagierst du dann darauf? Die ersten 3 Mal habe ich nichts gemacht und beim letzten Mal habe ich halt mal zurückgeschlagen. Und dann? Wie ging das dann? War es dann Schlägerei quasi? Nee, dann hört es direkt auf. Achso, dann hat er sich dann beruhigt oder sich zurückgezogen. Ja, das war blankes Entsetzen darüber. Ach, dass du dich gewehrt hast? Ja. Ja. Wenn du jetzt zusammenfasst, wie oft ist das schon vorgekommen, dass er dich geschlagen hat? 4-mal. 4-mal. Entschuldigt er sich danach? Mal ja, mal nein. Das ist immer, oder er kommt an und sagt, ich habe das selber provoziert oder er weiß davon nichts. Das letzte Mal, als du, er weiß davon nichts? Er weiß davon nichts, weil er hat dann so viel getrunken, er weiß er dann. Ach so, das heißt, das passiert in der Regel, wenn er getrunken hat. Ja.
Immer, wenn er getrunken hat? Ja. Es war noch nie aus einer anderen Situation heraus. Ja. Macht er sonst auch irgendwelche Sachen? Ungewöhnliche oder schlimme Sachen, wenn er getrunken hat? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Könnte man so nicht sagen. Mhm. Wann hat denn das angefangen? Ihr seid seit 2 Jahren zusammen, sagst du? Ja. Und war das von Anfang an? Hat sich das diese 4 Mal so durch die 2 Jahre gezogen oder in den letzten? Nee, im letzten Jahr. Im letzten Jahr. Mhm. Aber vorher hat er auch getrunken. Ja, aber da ist nichts mehr passiert. Mhm. Da hatten wir auch mal Streit oder so, aber mehr auch nicht. Ja, ich sage ja immer, einmal schlagen ist schon einmal zu viel geschlagen. Und das darf nicht passieren. Und wenn es einmal passiert ist, dann muss man alle Konsequenzen ziehen, dass das nicht mehr passieren, dass das nicht mehr passiert. Wie stehst du ihm denn jetzt so gegenüber, nachdem das ein paar Mal passiert ist? Ja, ich misstraue ihm halt, wenn er was getrunken hat. Weil ich weiß, wenn er nichts getrunken hat, wird er mich auch nicht anfassen. Mhm. Da wäre ja nur die ganz einfache Lösung, dass er sagen, wenn er sagen würde, okay, irgendwie bin ich nicht Herr meiner selbst, wenn ich trinke, ich trinke einfach nicht mehr. Ja, aber das will er auch nicht aufgeben. Das will er auch nicht. Hast du das schon verlangt und gefordert? Ich habe ihm gesagt, er soll dann weniger trinken, aber das will er nicht. Mhm. Kommt es denn oft vor, dass er trinkt? Ja, öfter mal, ne? Ja. In welchen Situationen? Ist er allein dann mit Freunden unterwegs oder wie? Nö, das ist auch, wenn er abends zu Hause ist und... Ach so, auch zu Hause, wenn er allein, also wenn ihr zusammen seid und dann trinkt ja. Er auch. Mhm. Mhm. Wie empfindest du für ihn? Ich liebe den über alles, also. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Verhalten schon irgendwie einen Knacks verursacht, oder? Einen Riss, einen kleinen Riss verursacht in der Liebe. Ja, ich habe auch oft versucht, hier wegzukommen und sonstiges. Wie wegzukommen? Ja, ich habe versucht auszuziehen und. Ach so. Das hat dann aber auch nicht so funktioniert. Ach so, du hast schon versucht auszuziehen, das heißt. Dann ist es ja schon ziemlich heftig. Wenn du schon so eine Entscheidung irgendwie innerlich getroffen hast, auszuziehen, dann muss ja schon sehr viel passiert sein. Ja, ich habe gesagt, bevor es noch weiter passiert, dann gehe ich halt. Weißt du, hat er das realisiert und registriert? Ja, sicher. Mhm. Das habe ich ihm ja dann gesagt, als er wieder nüchtern war. Aber interessiert ihn nicht weiter? Doch, er sagt ja dann, ja, nee, bleib hier und das passiert nicht mehr und ich verspreche dir das ja und das wird schon wieder. Ich glaube, Anna, Ich nehme das schon sehr ernst, was du sagst, wenn du schon überlegt hast, du sagst, ich liebe den eigentlich über alles, aber ich habe überlegt, da schon rauszugehen, dass da schon die Schmerzgrenze ziemlich erreicht ist. Ja, und ich meine, es ist halt nicht schön, ne? Ja, es ist furchtbar. Und ich glaube ja auch, dass über kurz oder lang, ich bin sicher, eine Beziehung kaputt geht, wenn der eine oder die andere, der schlägt, die schlägt, sich nicht in den Griff bekommt. Das heißt, das musst du ihm so klar machen. Das ist jetzt 4-mal vorgekommen, 4-mal ist 4-mal zu viel. Dass er etwas in die Waagschale werfen muss um euch zu retten, um euch zu halten, um eure Liebe zu gewährleisten. Ja, das Schlimme ist halt, dass ich dann immer aber wieder so blöd bin und dann sage ich, ja komm, ist gut und naja, wir machen das dann wieder. Und dann ist mir schon klar, du musst dann schon eine Haltung beziehen, wo er merkt, du meinst das ernst. Also dann, wenn es dann noch einmal vorkommt, dann bist du aber wirklich raus und bist ausgezogen. Oder du machst ihm jetzt den ganz klaren Vorschlag, pass mal auf, das ist für mich ein großes Problem. Lass uns gemeinsam zu einer Paarberatung gehen. Lass uns gemeinsam das versuchen, mit einem Fachmenschen in den Griff zu kriegen. So, das zum Beispiel. Oder du sagst ihm einfach, dass der muss halt auf den Alkohol verzichten. Ist es denn so schlimm, mein Gott? Für ihn ist es schlimm. Ja, aber für dich ist es auch schlimm, geschlagen zu werden. Und was ist denn wichtiger, die Liebe oder dass er sich da einen hinter die Binde kippt? Alkohol hat so viel schlimme Sachen schon verursacht bei Menschen, die dann ausrasten und nicht mehr über sich bestimmen können. Da ja, muss er muss etwas tun. Er muss etwas tun. Ich habe ihm ja schon gesagt, er soll eine Therapie machen. Und dann sagt er immer zu mir, er hätte ja keinen Schaden. Mhm. Aber er hat den Schaden, dass er dich ab und zu schlägt. Wie schlägt er dich eigentlich? Ins Gesicht so, volle Kanne? Ja, treten, boxen. Mhm. Aber schon schmerzhaft. Ja, doch. Also ich finde, in der Situation musst du einfach ihm nur klar machen, dass die Grenze erreicht ist. Dass es definitiv etwas passieren muss, sonst bist du raus aus der Wohnung und du bist weg. Ja, aber im Grunde genommen weiß er, dass ich nicht gehen will. Aber das ist das Problem, ja, weil er weiß das. Aber Anna, dann muss ich dir den Vorwurf machen, dann bist du inkonsequent. Das ist wohl richtig, ne? Ja. Wie lange soll es damit gehen? Willst du dich die nächsten 4 Jahre, soll es immer doller werden? Und soll es immer in Schlägereien enden? Das ist doch keine Basis.
Nee, das hatte ich auch alles schon. Das hast du schon erlebt in anderen Beziehungen? Ja, ich war verheiratet. Ja. Und da war das auch nicht anders. So, das ist schlimm. Das ist schlimm. Könntest du ihn denn dazu bewegen, dass ihr gemeinsam mal, muss ja nicht oft sein, drei, vier Stunden mal, zu einer Paarberatung zu gehen? Ich denke eher nicht. Mhm. Aber würdest du alleine dahin gehen und die Situation da mit jemandem mal besprechen? Ja. Mhm. Fände ich nicht schlecht. Dann sagst du ihm, pass auf, wenn du nicht mitkommst, ich gehe jetzt alleine dahin. Ich hole mir mal so ein bisschen Rückhalt und bespreche das mit einem, so wie du es jetzt mit mir auch schon besprochen hast. Ja, dann muss ich das mal ausprobieren. So, und daraus kannst du dann auch eine Konsequenz ziehen und hast auf jeden Fall nochmal einen regelmäßigen Ansprechpartner. Mhm. Und wir geben dir jetzt mal eine Anlaufstelle in deiner unmittelbaren Umgebung und dann kannst du überlegen, ob du es machst und sag ihm das, dass du dahin gehst und bietest ihm wirklich massiv an, er soll bitte mitkommen, um es für euch zu tun. Ja? Ja. Gut. Mal ausprobieren. Dann legst du auf und wir rufen dich, mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an und dann könnt ihr das besprechen. Ja, gut. Okay, alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss. Ne? Tschüss. So, meine Lieben, am Samstag ist Promi-Tag bei uns wieder und Samstag ist der Schauspieler Hannes Jänicke, einer der ganz großen Stars des deutschen Films, bei mir zu Gast, Samstagabend im WDR-Fernsehen. Um 11:45 beginnt diese Woche Samstag die Sendung und wenn ihr gerne mit dem Hannes Jänicke sprechen wollt, dann meldet euch am besten heute schon oder ab heute schon unter domian@wdr.de. Wir rufen euch dann zurück und schalten euch in die Sendung, so wie das jetzt hier auch möglich ist. Und das Thema der Sendung ist Hannes Jänicke. Hannes Jänicke ist der Stargast und ihr könnt euch auch mit ihm unterhalten. Samstag, WDR Fernsehen um 23.45 Uhr. Hier ist Michel. Michel, stimmt's? Hallo ja, Michel. Hallo. Du bist 16 Jahre. Ja, aber ich heiße Michel. Michel, ich bitte, Entschuldigung. Ja, das hast du am Samstag auch schon falsch gesagt. Am Samstag? Ja, beim Promi-Talk. Ja, warst du das auch? Ja. Na, da hast du aber Glück, dass du jetzt zweimal durchgekommen bist. Ja, ich bin noch sehr stolz drauf. Das ist ja ein Ding, das ist ja ein Ding. Manche versuchen das jahrelang. Ja. So, Michel. Ne? Michel, so wie der... Ja. Michel Friedmann, ne? Genau so. Ja, genau. So, 16 Jahre alt? Ja. Und um was geht's? Ja, und zwar ist vor einem knappen halben Jahr mein Onkel verstorben an Leberzirrhose. Und seit dem Tag der Beerdigung hat meine Mutter schlimme Albträume. Und in diesen Albträumen zerstümmelt sie sich selber. Also sie fügt sich selber Schmerzen zu. Das heißt, sie reißt ihre Klamotten kaputt, kratzt sich und schlägt sogar auch mit dem Kopf gegen die Wand. Und morgens, wenn sie aufwacht, weiß sie gar nicht, was passiert ist. Und sieht dann nur im Spiegel ein blauer Fleck. Achso, sie schlägt wirklich mit, es ist nicht nur im Traum, sondern sie schlägt real nachts, während sie träumt, ihren Kopf an die Wand. Ja, genau. Und sie hat jetzt einen neuen Lebenspartner. Und sie, die haben sich dann beraten und sie ist dann zum Psychologen gegangen. Ja. Und hat die ganze Situation mit ihm besprochen. Und der Psychologe hat festgestellt, dass meine Mutter unter Schuldgefühlen leidet. Und das deutet darauf hin, dass mein Onkel, also ihr Bruder, ja die Familie jahrelang belogen hat. Und zwar hat er mehrmals gesagt, er sei todsterbenskrank, liegt im Krankenhaus, hat nicht mehr lange zu leben, dabei war er kerngesund. Und jetzt, wo er wirklich so sterbenskrank war, hat ihn natürlich keiner mehr geglaubt. Und meine Mutter hätte ihn schon gerne vorher noch gesehen. Aber da sie natürlich gedacht haben, ich spiele ihm da was vor, sind sie nicht hingefahren und das sind diese Schuldgefühle. Ach so. Ja. Ach so, verstehe. Wie alt ist er geworden? Er ist 40, 42, glaube ich. Ja. Und an was ist er dann verstorben? An Leberzirrhose. Ach, das hast du gerade gesagt, genau, an Leberzirrhose. Ja. Jetzt macht sie sich Vorwürfe, dass sie nicht immer hingegangen ist. Aber sie ist immerhin in psychologischer Behandlung. Ja, also sie war einmal dort. Und ich muss dazu sagen, wenn sie auf dem Friedhof war, darauf die Nacht kann sie perfekt schlafen, weil sie, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber darauf die Nacht kann sie super schlafen und dann passiert es wieder und immer wieder. Jetzt machst du dir Sorgen um deine Mutter. Ja. Und hast gedacht, jetzt rufst du mal da an, vielleicht gibt es da irgendeine Idee, was man machen könnte.
Ja, also es tut schon sehr weh, die Mutter so leiden sehen zu müssen. Mhm. Und ich bin auch sehr froh, ich habe eine 13-jährige Schwester. Mhm. Und ich bin auch froh, dass sie das noch nicht so mitbekommen hat. Mhm. Wieso ist deine Mutter nicht weiter zu dem Psychologen gegangen? Ja, ich denke mal, das ist die Angst. Mhm. Vor was? Dass dann noch mehr hochkommt und dass sie vielleicht sich mit Dingen auseinandersetzen muss, die sie gar nicht so mag und ja, die ihr Schwierigkeiten meinen. Aber ich glaube letztendlich, Michelle, dass das der richtige Weg ist. Das müsstest du deiner Mutter vorschlagen. Wenn sie so darunter leidet und sich solche Vorwürfe macht, ist das natürlich eine Sache, dass sie zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater geht und sich dort mit einem Fachmann unterhält und auseinandersetzt. Und sie hat ja auch schon von einem Traum erzählt und das war so, dass sie auf dem Friedhof war und dass er auf einmal rauskam aus diesem Sarg und wollte sie mit reinziehen. Mhm. Ja, schlimme Träume. Und als sie mir das erzählte, ich habe auch schon ein, zwei Mal habe ich auch schon solche Träume gehabt, durch die ganzen Erzählungen meiner Mutter. Mhm. Und es macht mir doch schon sehr zu schaffen. Mhm. Also. Und das Schlimme ist, ich konnte meinen Onkel nie richtig kennenlernen. Mhm. Das heißt, ich habe mit ihm noch nie gesprochen. Ach, und nie? Nein. Auch ganz nie. Früher nicht, als du klein warst? Nein, also als ich Baby war, hatte er mich ein, zwei Mal auf dem Arm, nach der Erzählung meiner Mutter, aber mehr auch nicht. Ja. Und als ich auf der Beerdigung war und da an diesem Sarg stand, da habe ich nur gedacht, es stirbt ein Teil von mir, obwohl ich diese Person nie richtig kennenlernen konnte. Mhm. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich finde, dass deine Mutter ganz dringend weiter eine Betreuung braucht, eine psychologische Betreuung. Wie das geht und wer da vielleicht ganz gut ein Ansprechpartner wäre bei euch in der Gegend, wollen wir dir jetzt ein bisschen helfen. Darüber hinaus kannst du jetzt auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Bist du einverstanden? Ja. Gut, dann legst du auf und wir rufen dich zurück. Dann meldet sich gleich mein Psychologe Peter, okay? Ja, gut, danke dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, eiskalt geplant. Ich möchte ja mit Leuten reden, die eiskalt, schon etwas geplant mal haben. Ein Verbrechen, eine Racheaktion, vielleicht aus Eifersucht irgendetwas eiskalt inszeniert haben. Und ich möchte gerne mit der Gegenseite reden, mit Opfern von solchen Planungen und auch mit Leuten, die gerade dabei sind, etwas zu planen. Weil die vielleicht schon ganz lange irgendwas in sich herumtragen und Wut haben und Zorn haben und verletzt sind und sagen, das und das und das und das will ich dann und dann und dann machen. Können wir morgen darüber beraten, wenn ihr das gerne möchtet. Die E-Mail-Adresse nochmal domian@wdr.de, ihr könnt euch anmelden und wenn ihr euch per Mail anmeldet, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer aufzuschreiben. So, Stefanie, 20 Jahre alt. Hallo Stefanie. Hallo Domian. Ich grüße dich, um was geht's bei dir? Geht darum, ich bin am Montag, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Ja. Es gibt zwei potenzielle Väter. Es gibt zwei potenzielle Väter? Ja, ja, genau. Ah, wer ist das? Der eine ist ein One-Night-Stand und der andere ist mein bester Kumpel. Ist dein bester Kumpel? Ja. Also du bist in keiner festen Beziehung? Nee. Nee? Keine Beziehung. Keine Beziehung. Und du kannst hin und her rechnen und so, beide kämen eventuell in Frage. Genau. Ja. Und mit meinem besten Kumpel hatte ich schon gesprochen. Ja. Und für ihn ist es besser, wenn ich es abtreiben würde. Warum? Weil er sich schlecht vorstellen kann, wenn der andere der Vater ist, dass er mir dann trotzdem beistehen kann und so. Also er wollte sich da nicht teilen. Moment. Er kann sich nicht vorstellen, wenn der andere jetzt der Vater wäre. Genau. Dann wäre das für ihn schlimm. Genau. Warum? Ihr seid doch nicht zusammen. Er ist doch dein bester Kumpel, dein bester Freund. Genau, aber er ist mein Ex-Freund. Wir waren mal zusammen. Ach so. Vor langer Zeit. Dennoch könnte man doch sagen, okay, dann hat sie halt das Kind von dem anderen, wir bleiben gute Freunde und ich stehe ihr bei. Nee, bei ihm ist es so, er sagt, wenn er jetzt wüsste, dass nur er als Vater in Frage käme, wäre es was anderes. Ach, dann könnte er mir helfen und beistehen. Das ist doch purer Egoismus. Das ist doch purer Egoismus. Das ist doch wirklich Männchen- und Mackergehabe. Naja, auf jeden Fall ist es bei ihm so, er hätte eigentlich schon ein Kind, aber das durfte er bis heute noch nicht sehen. Das Kind wird dieses Jahr 5. Das heißt, eigentlich hätte er gerne ein Kind, hätte er gerne noch ein Kind, wenn er genau wüsste, dass es eins ist? Ja, ich denke schon. Das schon? So in etwa hat er sich ausgedrückt. Bitte? So in etwa hat er sich ausgedrückt. Ja.
Wie schlimm, eigentlich hätte er gerne ein Kind, aber weil er nicht genau weiß, ob das Kind sein Kind ist, plädiert er dafür, dass dieses Kind abgetrieben wird. Genau. Ist und auch aus dem einfachen Grunde, wir sind beide arbeitslos. Mhm. Ich habe keine abgeschlossene Lehre. Mhm. Und ich glaube, seine Eltern wären auch nicht so begeistert, so in der momentanen Situation, wenn da noch ein Kind dazu käme. Mhm. Also erstmal finde ich diese Haltung von deinem besten Kumpel sehr fragwürdig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Eigentlich auch schlimm, so zu denken und so zu reden. Aber es geht in erster Linie jetzt nur um dich. Was denkst du denn? Wie stehst du zu der Sache? Ich will es eigentlich. Mhm. Weil ich hatte vor knapp 2 Jahren schon eine Abtreibung. Mhm. Und die war ein bisschen sehr spät. Und naja, und ich will nicht nochmal, das kann ich nicht. Dann ist die Entscheidung ja eigentlich klar. Eigentlich kind, ja. Ne? Und da würde ich mich auch überhaupt nicht beeinflussen lassen von ihm. Nur das Ding ist, ich habe wenig Freunde. Ich habe eine gute Freundin, die ist jetzt auch schwanger, die ist 6 Wochen weiter wie ich. Mhm. Und die würde mir beistehen, aber ich würde ihn als sehr guten Kumpel verlieren. Aber was ist denn das für ein Typ dann? Er hat zu mir gesagt, wenn ich das Kind austrage, das würde nur ein Keil zwischen uns treiben. Na super. Einen tollen Kumpel hast du da. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. So, und dann würde irgendwann ein Vaterschaftstest gemacht? Und dann ja. Würde das große Zittern beginnen. Ist das nicht? Wenn das ist, dann würde er zu dir stehen? Nee, eben nicht, weil er dann keine Bindung zu dem Kind hätte. Wie er selber sagt. Er könnte dann keine Bindung aufbauen. Warum nicht? Wenn das Kind gerade geboren wäre? Nee, könnte er nicht, weil er will das dann von vorne an alles miterleben. Ja, hör mal, der ist aber wirklich ein bisschen sehr verkantet, der Bursche. Ja, ein bisschen. Aber wirklich. Wie alt ist er? 28, also ist sie gar nicht mehr so ganz jung. Nee. Und er hat immerhin mit dir auch ohne Verhütung geschlafen, ohne Kondome, oder? Nee, wir haben nicht miteinander geschlafen, wir hatten nur Petting. Okay, aber dann ist es dadurch eben so passiert. Ja. Man kann also könnte. Er kann genauso gut wie der One-Night-Stand der Vater sein. Ja, aber dieses Petting war so, dass genau. Hätte schon passieren können. Genau. Denkst du dir so? Nee, da habe ich den Arzt gefragt und der Frauenarzt hat gesagt, das könnte zutreffen. Ja, ich meine, ja schon, das ist mir schon klar, dass das schon zutreffen. Also von den Praktiken, die ihr während der Petting-Aktion hattet, wäre das durchaus möglich gewesen. Mhm. Genau. Ja. Stefanie, also ich finde, die Frage ist völlig klar. Wenn du willst, du sagst, ich will dieses Kind und ich hatte schon eine Abtreibung, ich finde es schlimm, dann solltest du das Kind bekommen. Ich finde es nur wirklich sehr traurig, dass dein Freund, Ex-Freund, bester Kumpel, wie du ihn nennst, so eine Haltung hat. Finde ich auch ein bisschen sehr traurig. Das heißt ja im Klartext, wenn du das Kind bekommst, egal ob es nur von ihm ist oder nicht von ihm, selbst wenn es nachgewiesen würde, aber weil er die sogenannte Bindung während der 9 Monate nicht aufbauen kann, was ja auch irgendwie ein bisschen seltsam ist, würde er dich allein lassen danach mit dem Kind. Genau. Ja komm, dann vergiss ihn, was ist denn das für ein Typ? Das macht mich ja als Außenstehender richtig wütend, wenn ich das höre. Der müsste, weißt du, was der jetzt für eine Haltung haben müsste? Ihr seid nicht mehr zusammen, ihr seid beste Freunde, ne? Ja, eigentlich schon. So, dann müsste der sagen, pass mal auf, Stefanie, natürlich wirst du schwanger, wenn du das möchtest. Ich stehe dir bei und wenn es hinterher rauskommt, dass es mein Kind ist, freue ich mich umso mehr und kümmere mich vielleicht noch mehr um das Kind. Aber er sollte sich sonst eigentlich auch sehr viel um das Kind kümmern, wenn er dein bester Freund ist und dir beistehen, wenn ihr beide wenige Leute überhaupt um euch herum habt. Mhm. Das heißt jetzt für dich ist das die schwierige Entscheidung, wenn ich mich für das Kind entscheide, dann... Genau, weil ich habe noch Gefühle für ihn. Naja, ich verstehe schon, aber mach dir das doch mal klar. Werden die Gefühle dadurch nicht ein bisschen kleiner und gehen die kaputt, wenn jemand sich so verhält? Ich habe auch einmal zu ihm gesagt, du, wenn ich mich wirklich dafür entscheide, ey, dann kannst du sowieso gehen, wenn du dann meinst, so zu denken, dann ist es mir auch egal. Mhm. Das ist so egoistisch, wie er drauf ist. Das ist so egoistisch. Und was für ein Unfug, dass er wenn das Kind gerade geboren wurde, dass er dann keine Beziehung mit seinem Kind aufbauen kann. Was für ein Quatsch. Ja, er hat Angst, dass man ihm wieder einen Teil wegnimmt, weil seine Ex-Freundin da hat ihn damals den Teil weggenommen, wo sie ihm das Kind vorenthalten hat. Ach so, da kommt noch was Neues hinzu. Es könnte sein Kind eventuell sein, aber dann hat er wieder eventuell Angst, dass du ihm das wegnehmen könntest. Genau. Ja, also der Junge muss, glaube ich, mal ein bisschen erwachsen werden. Er trägt ja auch, wenn es über diese Petting-Geschichte gelaufen ist, trägt er natürlich auch die Verantwortung. Ja? Das ist klar. Ja? Und also, er sagt, er will dann auch die Ehre haben und wenn, dann soll es richtig passiert sein und nicht über sowas. Ach so, dann hat er da Ehre. Es wird ja immer absurder.
Das heißt, wenn, dann will er auch wirklich mit dir geschlafen haben und penetriert dich haben wollen und nicht nur... Genau, dann könnte er es besser verstehen. Das ist doch absurd. Das ist doch lächerlich. Das ist ja wirklich sehr lächerlich. Da muss ich fast schon jetzt, obwohl es sehr ernst ist, müsste man heftig darüber lachen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich drüber lachen oder weinen soll. Naja, eigentlich ist es traurig. Das ist ja so ein Mackergehabe, dass er seinen Penis auch noch in dich hineingeschoben haben würde wollen. Wir wollen es mal so klar ausdrücken. Ne? Hätte er gewollt, hätte er gemacht. Also, wie? Hätte er gewollt, die Chance hätte er gehabt, aber er wollte ja nicht. Und wenn man auf diese Art und Weise, eine Frau auf diese Art und Weise schwanger wird, dann ist es keine richtige Schwangerschaft und ist nicht sein richtiges Kind. Das ist ja absurd. Nein. Naja, auf jeden Fall schwanger bin ich, das ist klar, das hat der Arzt gesagt. Und so, Stefanie, jetzt hol du dir gute Unterstützung und hol dir Hilfe, dass du eine gute Beratungsstelle hast. Oder eine Beratung, die dir jetzt auch weiterhilft. Auch wenn du dich jetzt entschieden hast für das Kind, dass du nicht so alleine da hängst. Mhm. Würden wir dir gerne noch bei helfen und lass dich nicht unter Druck setzen von ihm, wenn er so eine Position hat, die ist so indiskutabel, finde ich, die Position, dass man sich einfach abwenden muss. Auch wenn da noch Gefühle im Spiel sind, dann ist dein Kind wichtiger. Sehe ich ähnlich. Bitte? Ich wollte nur die außenstehende Meinung wissen. Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ja. Ja, das ist meine Meinung. Okay. Wir rufen dich nochmal an, wegen vielleicht einer Anlaufstelle, wenn du noch ein bisschen Hilfe brauchst und eine Betreuung geben wir dir gerne. Okay, danke. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Petra, 42. Hallo, Petra. Hallo. Hallo, 42. Petra. Ja, 42, genau. Mhm. Ja, genau. Dein Thema. Ja, mein Thema ist eigentlich Krebs. Bist du selbst erkrankt? Ja. Ja. Aber ich habe es erst vor ein paar Wochen erfahren. Mhm. Was? Und zwar, ich muss eine Vorgeschichte. Ich habe vor ein paar Jahren einen Schlaganfall gehabt. Schon in dem Alter? Ja. Ja, man, es gibt sehr viele junge Leute, die Schlaganfälle haben, ja. Mhm. Also zwei insgesamt, ne? Wie alt warst du? Also erst einen großen Schlaganfall, das war 98 gewesen. 98 schon? Ja. Da warst du? 6 Monate. Wie bitte? Wie alt warst du da, wenn man schnell zurückrechnet? Das war vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren, das ist 42, 35. Nee, 5 Jahren. Ja, so, sorry. Mhm. Ja. Und da war ich auch ein halbes Jahr in Koma gelegen. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr Reha gehabt. Mhm. Und dann ging auch alles gut. Und dann habe ich kurzfristig nochmal einen kleinen Schlaganfall bekommen. Ja, und dann ich bin einseitig gelähmt. Mhm. Und und durch meine ganzen Kopfschmerzen immer so, das ging immer hin und her. Die haben gesagt, ja, das kommt durch die Krankheit und hin und her. Und ich bin durch alle Ärzte durchgegangen. Hast aber, ich unterbreche mal eben, hast dich aber so weit erholt, dass du kannst ja ganz normal sprechen. Das ja, ging dann. Ich hatte auch vorher Sprachstörungen. Ich konnte auch vorher nicht sprechen. Ja. Gar nichts. Und jetzt einseitig gelähmt, aber sonst funktioniert der Körper. Funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Mhm. Und durch die starken Kopfschmerzen, also ich bin auch Epileptikerin dadurch geworden und Krampfanfälle. Mhm. Und jetzt hat man festgestellt, dass ich doch einen schweren Tumor, großen Tumor habe. Wo? Im Kopf. Im Kopf? Ja. Können diese Schlaganfälle mit dem Tumor zu tun haben? Ja, also man hat mir dann jetzt erklärt, in Münster, also der Professor Dr. Jürgens, bin ich gewesen, also auch in Behandlung. Und die haben das also gründlich untersucht und... Ja, man hat erst gedacht, also jetzt hier, ich wohne ja in Greven und die haben erst so kleine Blutgerinnsel festgestellt und die haben gemeint, das kommt durch diesen Schlaganfall. Ne? Mhm. Also es wäre nicht so dramatisch, dadurch entstehen auch die Krampfanfälle oder epileptische Anfälle. Mhm. Und und das hat sich das immer verschlimmert und verschlimmert und dann hat man jetzt festgestellt, also erst in Münster, dass ich Krebs habe. Ich glaube, in Münster bist du in guten Händen, ne? Soweit ich das weiß. Ist das eine sehr speziell, sehr gute Spezialklinik für Ist die... aber nicht mehr operabel. Ist nicht mehr operabel? Nein. Das heißt, was kann man machen? Gar nichts. Keine Chemotherapie, keine Bestrahlung? Nein, also man hat vor einem halben Jahr mit Ukraine habe ich eine Therapie kurz gemacht. Aber die hat auch nicht angeschlagen. Was war das denn mit Ukraine? Was ist das? Das ist stoppt also den Krebs ein chemischer Stoff ist das. Es ist ein chemischer Stoff, der den Krebs aber der ist jetzt nicht mehr erlaubt in Deutschland. Der ist jetzt verboten worden. Also das war ja so eine Versuchstherapie. Das heißt, die haben das jetzt diagnostiziert, die haben ein bisschen was mit dir gemacht und jetzt sagen sie zu dir, wir können nichts mehr machen.
Also sie könnten operieren, aber mit dem Vorbehalt, dass ich blind werde, weil er genau am Auge ist. Oder halt, ja. Dass man auch bei der Operation sterben kann. Ja, genau. Mhm. Hast du dich deshalb ganz gegen die Operation entschieden? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du noch Familie? Nein. Du lebst alleine? Ja. Mhm. Hast du eigentlich Schmerzen auch im Moment noch? Jeden Tag. Mhm. Ja. Mhm. Wann hat man dir das gesagt, dass das gar nicht mehr zu heilen, dass man gar nichts mehr machen kann? Zwei Wochen. Mhm. Als man dir das gesagt hat, was ist da in dir vorgegangen? War das, ich glaube das nicht, oder die ganze Welt bricht zusammen? Oder ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. Mhm. Ich war eigentlich in dem Moment, war ich so klar, also ich hab gedacht, er erzählt mir irgendwas und dann bin ich rausgegangen. Mhm. Und ja, keine Ahnung, ich begreife das jetzt erst, ne? Mhm. Durch die Gespräche mit meinem Hausarzt. Mhm. Es ist ja insofern auch so tragisch, weil du ja nur auch schon sehr viel hinter dir hast und mitgemacht hast. Ja. Und Erfolgserlebnisse hattest, dass du wieder einigermaßen so zu Kräften gekommen bist. Und dann so etwas zu hören ist natürlich... Das Schlimme ist halt, ich war immer früher fit und... Mhm. Was hast du beruflich gemacht? Also ich habe früher in Holland gelebt. Ich habe in Vakanzpark, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Brettpark, so Ferienhäuser war. Ich Abteilungs... Ich war also immer fit und... Also mit vielen Leuten zu tun gehabt. Ich habe früher eine eigene Gaststätte gehabt und... Fragt man in dem Moment, Herr Doktor, wie lange habe ich noch? Fragt man das? Ja, habe ich jetzt gefragt, ja. Und was sagen die? Circa ein halbes Jahr. Mhm. Hast du Angst? Ja. Mhm. Angst vor dem, was dann kommt, oder Angst vor dem, vor den Schmerzen und vor dem Leid der letzten Zeit? Ja. Weil ich jeden Tag immer mehr Schmerzen habe. Mhm. Mhm. Ich bekomme starke Medikamente, Morphium zum Beispiel. Mhm. Ja, und halt die üblichen, dass ich keine epileptischen Anfälle, das Diazepam und Gamma-Marzipin und... Ja. Also starke Medikamente und ja, ich laufe jeden Tag so durch und denke immer, boah, und manchmal, ich habe einen Hund und dann gehe ich ja, der motiviert mich ja auch, ne? Mhm. Ich gehe viel spazieren mit dem Hund. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwo umfalle und dann, keine Ahnung. Das ist ja immer so eine Frage, die man sich, wenn man gesund ist, so stellt, wenn man gesagt bekäme, du hast jetzt nur so und so viel zu leben, was würde man dann machen? Dann sagt man ja die verrücktesten Sachen. Lebst du jetzt irgendwie intensiver, anders? Kann ich nicht. Mhm. Aufgrund der Also ich bekomme nur eine Grundsicherung, ich lebe von 130 Euro im Monat und man sagt zu mir, ich soll mir noch ein schönes Leben machen. Wie kann ich das? Mhm. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass man das gar nicht so kann, aufgrund der seelischen Belastung und der Angst, die einen so, ja, in der man lebt. Ich hab panische Angst, also auch wenn ich aus der Haustür gehe, egal, auch wenn ich alleine bin jetzt hier, ne? Bist du sehr viel alleine oder hast du ein paar nette... Ich habe eine feste Freundin. Eine feste Freundin. Und ich habe bis vor kurzem viele Freunde gehabt und die haben sich alle abgewendet davon. Wie man das oft hört. Erfahren. Ja. Aber die eine ist, die steht an deiner Seite. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber die ist selber krank, aber sie kann mir auch nicht viel helfen. Ne? Sie sagt auch immer, ja. Gerätst du in Panik bei dem Gedanken, dass du vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit gar nicht mehr auf der Welt bist? Ja. Mhm. Ja, verstehe ich. Es ging mir genauso. Also ich habe immer Angst, ich schlafe kaum noch, weil ich Angst immer habe, dass ich, wenn ich einschlafe, dass ich nicht mehr aufwache. Mhm. Also dass ich nachts mir meine Zeit vertreibe irgendwie oder ich gehe mit meinem Hund spazieren oder... Was gibt dir am meisten Trost im Moment? Ehrlich? Mhm. Mein Hund, ja. Dein Hund, ja. Ja, das habe ich mir gedacht, wo du es gerade ein paar Mal gesagt hast. Ja, das glaube ich auch.
Das ist dein Freund, das ist ein ganz nahes Wesen für dich. Ja. Und die ist schon 15 Jahre alt und ist jetzt fitter wie ich. Also die merkt es auch und die motiviert mich wahnsinnig. Mhm. Und du machst dir sicher Sorgen, was mit dem Tier wird, wenn... Ja, ja. Ist die Angst... blöd an, aber... Nein, überhaupt nicht. Es ist gut, dass du den Hund hast. Ja. Denkst du so über dein Schicksal nach und bist auch manchmal zornig? Warum muss es mich denn treffen? Ich bin erst 42 und... Ich kann es nicht erklären, weil ich habe erst vor 8 Jahren erst meinen Sohn verloren, auch durch Krebs. Mhm. Und dann sage ich, damals, wo mein Sohn gestorben ist, habe ich gesagt, warum er? Mhm. Ne? Warum nicht ich? Mhm. Ne? Wie alt ist der? Wie alt ist 16 der Junge? Jahre. 16 Jahre. Da hast du da aber auch schon viel mitgemacht damals. Ja. Oh weia, oh weia. Dein einziges Kind. Ja. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, lieber ich. Mhm. Aber jetzt bin ich selber in dieser Situation. Mhm. Und ich hab panische Angst, wirklich. Mhm. Tag und Nacht. Ne? Mhm. Ist die Angst so groß, dass du zwischendurch auch schon mal gedacht hast, ich verkürze es auf durch eigene Hand? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Das mache ich nicht. Auf keinen Fall. Mhm. Hast du einen religiösen Hintergrund, dass du da vielleicht auch ein bisschen Halt findest? Nein, auch nicht. Mhm. Ich beneide Menschen sehr, die das haben, weil ich glaube, in solchen Situationen fällt es einem leichter, mit einem solchen Schicksal umzugehen. Mhm. Mhm. Aber ich habe einfach nur immer Angst, jeden Tag. Mhm. Dann wird es immer schlimmer, ne? Mhm. Mhm. Ich muss ja auch alle 2 Tage zum Arzt gehen. Ja. Mhm. Und ich merke das auch selber und er sagt immer, mach das Beste draus, aber es ist immer einfach gesagt. Ne? Ja, das ist einfach gesagt. Ja, ist einfach gesagt. Was, ja. Was ist so, was du am Leben so im Moment so noch wahrnimmst? Was würdest du sagen, ist so schön, dass es dir unglaublich leid tut, dass du dich davon verabschieden musst? Kann ich dir erst wirklich nicht sagen jetzt. Mhm. Weil ich habe manchmal auch gar keinen klaren Kopf mehr. Ne? Mhm. Also ich bin ja auch voll gebunden mit Medikamenten. Mhm. Ich wünsche mir einfach mal so einen klaren Kopf zu haben und ich wünsche mir einfach mal einen freien Kopf zu haben und nachzudenken irgendwie, warum, wieso, weshalb, aber es geht einfach nicht. Mhm. Ne? Vielleicht ist das aber auch ganz gut, dass du gar nicht so ganz klar bist. Vielleicht hält das ein bisschen den Schmerz von dir weg und die Traurigkeit. Ja, eben nicht. Die Traurigkeit ist ja schlimmer dadurch. Ne? Die Medikamente, ja. Dadurch schlimmer, ne? Mhm. Und die Nächte sind furchtbar einsam wahrscheinlich. Oh, ganz schlimm. Mhm. Ja. Mhm. Also ich schlafe morgens erst um 8 Uhr ein vielleicht, 2 Stunden und dann gehe ich halt wieder raus. Mhm. Also ich schlafe am Tag 2-3 Stunden nur, weil ich panische Angst habe, weil ich nicht mehr aufwache. Ne? Mhm. Ach Petra, das ist, tut mir sehr leid, sehr, sehr leid. Nein, du brauchst dir nicht leid tun. Nein, aber das geht mir schon sehr zu Herzen, weil ich kenne dich nicht, aber das haben wir uns kennengelernt, wenn es auch nur 10 Minuten waren. Und ich weiß gar nicht, was ich dir wünschen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mal froh, dass ich durchgekommen bin. Mhm. Ich gucke schon seit Jahren deine Sendung. Mhm. Mhm. Ich wünsche dir so wenig Leid wie möglich. Jetzt schon, jetzt auch seelisch, so wenig seelisches Leid wie möglich. Ja. Möchtest du mit meinem Psychologen noch ein bisschen weitersprechen? War schön, ja. Ja, das machen wir auch. Ich bedanke mich, ne? Ich wünsche dir alles Liebe. Okay. Auf Wiederhören. Ich dir auch, ne? Dankeschön. Und viel Glück weiter. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. Äh, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt oder mailt unter domian@wdr.de. So, hier ist Nico. Nico ist nicht mehr da. Dann machen wir weiter mit Mergita. Mergita ist 19 Jahre alt. Hallo Mergita. Hallo Domian. Grüße dich. Und was geht's bei dir, Mergita? Es geht um meine Beziehung und zwar, ich habe letzte Zeit Stress mit meinem Mann gehabt. Du bist schon verheiratet? Ja, ich bin verheiratet seit April. Magitta, eine Bitte. Stellst du den Ton von deinem Fernseher oder von deinem Radio ganz ab? Ja, genau, mache ich. Mhm.
jetzt. So, seit einem Jahr? Nee, seit April verheiratet, sagst du. Seit April, ja. Also ich bin seit einem Jahr mit ihm zusammen, ja. So wie gesagt. Und seit April halt verheiratet mit ihm. Ja, und das Problem ist, er war merkwürdig letzter Zeit. Und er war immer weg, wochenlang, ist nicht zu Hause gekommen. Ich habe mir immer Sorgen gemacht, weil er arbeitet, 8 Stunden. Wie, er ist auch nicht zum Schlafen nach Hause gekommen? Ab und zu ja, ab und zu nein. Und wo, hast also du, hast mal du, gar nicht, überhaupt nicht. Hast du dich gefragt, wo bist du, was ist los? Ja, natürlich, ich habe ihn immer angerufen, sein Handy war immer aus, mal an und manchmal ist er auch nicht rangegangen. Aber irgendwann habt ihr euch dann getroffen, hast du gefragt, was nee, ist los? Nee, nicht. Nicht? Habe ich nicht. Warum nicht? Und dann hat er mich angerufen, hat mir SMS geschickt und er hat gesagt, ich komme zu Hause. Ist er zu Hause gekommen? Und ich habe ihn halt gefragt. Hm. Der sagt, das darf ich dir nicht sagen, wo ich bleibe und was ich mache. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, was ist denn los? Ich weiß es nicht. Und der so, ja, das ganze Stress. Und wir hatten ein bisschen Streit wegen Finanzen und so halt. Hm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir können das alles zusammen machen. Hm. Und danach ist er eingeschlafen. Das war so um 12 Uhr. Und dann habe ich sein Handy genommen, weil ich hatte ein schlechtes Gefühl einfach, wo er bleibt, was er macht. Mhm. Und dann hatte ich ein SMS gefunden an ihn und da stand, ich liebe dich und solche halt, solche Geschichten. Von, ob das eine Frau war oder was, weiß ich, keine Ahnung. Und dann... Du konntest auf den Absender klicken, war dein Name zu lesen? Wie bitte? Du konntest doch auf den Absender klicken. Nee, es war kein Name. Ach, es war kein Name da. Das war nur halt, ich liebe dich und solche Sachen halt. Und dann, ich wollte ihn halt aufwecken und fragen, was das Ganze soll. Und dann habe ich gesagt, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Und ich hab gesagt, ich mache es lieber. Und dann habe ich ihn aufgeweckt, habe ich gesagt, du, was soll das eigentlich? Ich habe das Gefühl, du hast jemanden und diese SMS, was soll das? Und der so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie hast du es rausgefunden? Ich so, das steht im Handy. Habe ich ihn vorgelesen und der so, nein, das stimmt nicht, ich habe keine andere. Ich so, ja, wer schreibt denn dir sowas? Und ich so, ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll oder nicht, habe ich gesagt. Keine Ahnung, weil der hat mir mal versprochen, er geht niemals fremd, er würde das niemals machen. Hast du eigentlich nur eine SMS gefunden mit einem solchen... Nee, das waren nicht eine, das waren 3 Stück eigentlich. Ja, mit eindeutigem Text. Nicht, manche waren, wir gehören zusammen und das andere war Schlafgut und solche Sachen. Ja, und es war immer die gleiche Absendernummer zumindest. Nicht. Es war mal eine andere Nummer und mal eine andere Nummer. Jetzt muss er sich dazu erklären. Und dann habe ich gesagt, was soll das Ganze? Nein, denk nicht so. Und ich habe gesagt, ja, wer steckt dahinter? Vielleicht will jemand, dass nur wir auseinandergehen und so. Sagt er. Ja, und ich so, wer soll das und wer kann deine Nummer rausfinden? Wer schreibt dir sowas? Das kann nicht sein. So lange Rede. Du hast bestimmt jemanden die Nummer gegeben und, und dann haben die geschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat er irgendetwas bis heute gesagt? Er will nur sich trennen. Er will sich trennen? Ja. Warum? Wo ich diese SMS gelesen habe, dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, dass du nicht fremd gehst. Dann hat er zu mir gesagt, schlaf jetzt. Es war 4 Uhr morgens danach. Hat gesagt, schlaf jetzt. Und dann, ich wollte nicht schlafen. Ich wollte wissen, was er jetzt macht nun. Und dann bin ich plötzlich eingeschlafen, weil ich war sehr müde. Und dann ist er um 5 Uhr abgehauen. Diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, wann war das? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war seit Samstag. Am Samstag war das. Also relativ frisch, das Ganze. Genau. So, und wann hat er zu dir gesagt, er will sich von dir trennen? Also gestern. Gestern? Ja, hat er SMS geschrieben. Ach, er ist seitdem weg, gänzlich wieder? Ja. Aber da ist er alles faul. Um 5 Uhr ist er abgehauen halt und dann bin ich aufgestanden und hab gesagt, oh mein Gott, wo ist er jetzt? Und seitdem ist er weg? Ja, genau. Aber ich rufe ihn an, er geht nicht dran. Der belügt dich doch nach Strich und Faden, egal was da los ist. Aber was ist denn das für eine Ehe? Ihr seid verheiratet. Ihr seid seit April verheiratet. Ihr seid ein junges Paar. Ja. Und der bleibt über längere Zeit weg. Du findest SMS im Handy mit solchem Text. Mhm. Und dann haut er wieder ab, nachdem du es entdeckt hast. Und jetzt plötzlich sagt er, ich will mich trennen. Mhm. Also dann hat er dich aber nach Strich und Faden belogen und betrogen. Seit wann auch immer. Ich weiß nicht. Ja, aber klar.
keine Ahnung. Und ich habe ihn halt angerufen, ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Und dann ist er mal rangegangen. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, dass er jetzt rangeht. Ich so, du, wo bist du, wo steckst du? Ich mache mir Sorgen, ich will dich nicht verlieren, habe ich gesagt. Ich liebe dich, habe ich gesagt. Und der so, ich habe keine andere. Denk nicht, dass ich dir fremd gehe und was weiß ich. Ich so, ja, okay, alles klar. Ja, nee, nicht, ich denke das nicht, habe ich gesagt. Ja, aber bitte komm zurück rede mit mir, habe ich gesagt. Warum will er sich denn von dir trennen? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, ich habe keine Lust mehr, es geht nicht mehr so weiter. Und ja, er hat keinen Bock mehr, ich weiß es nicht, habe ich gesagt, ja, wegen einem kleinen Streit. Aber das heißt doch, da muss doch ganz viel im Argen sein, Magitta. Ja, ja. Und der muss ja sturzunglücklich sein. Und das Problem ist auch, ich war auch schwanger von ihm. Seit Dezember und dann im zweiten Monat muss ich das abtreiben. Warum? Weil der hat gesagt, ja, wir können das Kind nicht bekommen, weil finanziell und so. Ich habe gesagt, wieso nicht? Ich kann ja auch arbeiten. Meine Eltern stehen bei und meine Eltern haben auch gesagt. Aber du hast dich dann von ihm beeinflussen lassen? Von ihm und von seiner Mutter. Also, Magitta, diese Beziehung scheint völlig kaputt zu sein. Das Einzige, was du noch verlangen kannst, das ist dein, finde ich schon dein Recht, dass er dir zumindest klar sagt, was los ist, warum das ja, los ist. Ja, aber ich glaube, er ist zu feige, ich weiß es nicht. Mhm. Gut, mir nur SMS und... Ja, dann kannst du kannst es nicht aus ihm herausprügeln. Und aber, ich bin irgendwie auch krank geworden, ich weiß es nicht. Ja, mit den Nerven, jetzt bin ich am Ende. Das verstehe ich. Ich habe ihm auch gesagt, ich will nicht mehr leben. Ja. Ich habe mein Kind abgetrieben, habe ich gesagt, ich habe dich jetzt verloren. Und ich will nicht mehr leben, habe ich gesagt. Es hat keinen Sinn und für mich spielt kein anderer Mann. Es gibt keinen anderen Mann für mich. Ich habe gesagt, aber ich will nur dich und fertig. Ja, aber das darfst du jetzt nicht mehr sagen, nach dem, was er dir angetan hat. Du darfst jetzt nicht da klammern. Nein, stopp. Deswegen. Ja, und wenn da auch noch Liebe ist, das musst du jetzt erstmal runterdrücken. Ja, aber das geht nicht. Doch, da musst du dich zu anstrengen. Weil so kriegst du, durch Bettelei kriegst du ihn sowieso nie und nimmer zurück. Führ dir doch mal vor Augen, was er mit dir gemacht hat. Und er will auch seine Sachen holen. Dann soll er sie holen erstmal. Sei ganz cool und sag, okay, dann hol sie. Er hat auch zu mir gesagt, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Ich brauche Abstand von dir. Ja. Ich brauche Ruhe von dir. Okay, was willst du noch mehr hören? Der will dich nicht. Der will dich definitiv nicht. Er ist feige, weil er dich ins Messer hat laufen lassen. Ich finde es schlimm, dass er dich mehr oder weniger dazu gezwungen hat, das Kind abtreiben zu lassen. Das sind alles ganz schlimme Sachen. Und er macht sich aus dem Staub irgendwie. Er läuft weg. Er läuft auch weg. Er läuft weg. Er so. Will von Deutschland abhauen, hat er mir gesagt. Wieso, weiß ich nicht. So, jetzt kann ich nur zu dir sagen und dich bitten, damit du deinen Stolz bewahrst und auch deine Ehre. Bettel nicht. Häng nicht an den Beinen von diesem Mann, bettel nicht. Und wenn dein Herz blutet dabei, da musst du jetzt durch. Du kriegst den aber sowieso nicht. Ich rufe ihn die ganze Zeit an. Seit am Samstag. Ich rufe ihn die ganze Warum? Zeit an. Die ganze Zeit an. Warum? Weil ich mache mir Sorgen. Ach, du brauchst ja keine Sorgen zu machen. Warum? Wo er schläft, was er macht. Der wird sich schon irgendwo nässt. Wenn er schläft. Ja, aber das ist jetzt völlig gleichgültig. Der hat sich schon irgendwo ein warmes Nest gesucht bei einer anderen Frau. Der hat dich ganz schlimm behandelt. Du sollst dir keine Sorgen machen, sondern du sollst dir vor Augen führen, wie dieser Mann dich behandelt hat. Der hat dich so schlecht behandelt. So, und jetzt hast du Trauer im Übermaß in dir, was ich gut verstehen kann. Ja. Aber du darfst nicht betteln bei diesem Mann. Ja, aber ich will ihn wieder, das ist das. Aber so kriegst du ihn nicht wieder, wenn du zehnmal sagst, ja, ich will. Ja, und wie kriege ich ihn? Erstmal loslassen. Ja, aber wie kann ich ihn wieder kriegen? Oder wie könnte er wieder zurückkommen? Vielleicht kommt er nie zurück, aber du musst ihn erstmal loslassen. Weil so, durch diese Klammeraktion, die du drauf hast, geht er noch weiter von dir zurück und es geht ihm auf die Nerven. Und ja, ich weiß nicht, der hat auch zu seiner Mutter gesagt, er will auch nach Hamburg gehen für 4 Tage. Und dann habe ich auch seine Mutter angerufen, habe ich gesagt, ja, ist er gekommen oder nicht? Sie sagt, nein, der ist auch nicht da. Mhm. Sie versucht, ihn auch zu erreichen. Ja, aber ich würde mich da jetzt völlig raushalten. Der hat dir klar gesagt, dass er nicht mit dir zusammen sein mehr will im Moment. Der Rest ist sein Leben, sein Ding. Dann geht er, die Sendung ist jetzt vorbei. Mhm. Ich muss leider Schluss machen. Aber ich habe dir, glaube ich, jetzt sehr klar meine Meinung gesagt. Jetzt musst du sehen, wie du für dich das alles auf die Reihe bekommst.
Ja. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Auch. Tschüss. In der Technik war heute Nacht Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema eiskalt geplant. Macht's gut, bis morgen. Schöne Nacht.